Sensationell. Ich glaube, 47% Marktanteil, das Ding ging in der Schweiz komplett durch die Decke. Ja, und die Experten zu Hause haben es jetzt bestimmt schon gesehen, er ist synchronisiert. Ja, wenn man genau hinguckt, dann sieht man es, du sprichst in deinem Original Italienisch als Halbitaliener. Genau, es wäre relativ absurd, wenn Italiener untereinander nicht Italienisch sprechen würden. Genau, im Original reden wir Italienisch. Ja, hast dich aber selber synchronisiert natürlich, oder? Ja, genau, klar. Also aber das lebt auch davon, also auch das ist das Schöne am Film, dass es von dieser Mehrsprachigkeit lebt, auch in der ZDF-Version natürlich. Es gab Italiener, Franzosen, es war das größte Bauwerk der Zeit damals. Und auch der Film für dich ein echtes Mammutprojekt, oder? Ja, das war wirklich was Spezielles, weil es historisch ist und weil die Rolle auch was Spezielles ist im Sinne von, wann spielt man schon so einen Helden, der das Maul aufreißt. Also und bist ein Gewerkschafter, der sozusagen seine Stimme erhebt für diejenigen, die da ihr Leben lassen mussten. Genau. Und das hat mich auch schockiert. Ich wusste das gar nicht, dass es tatsächlich so war. Dann, viele Menschen sind für den Gotthardtunnel gestorben und meine Figur macht Streik und setzt sich ein für Verbesserungen und scheut keine Risiken. Ja, diesen Streik können viele bestimmt nachvollziehen. Wir schauen da später ausführlich rein in Gotthard. Gratulieren zu einem anderen Mammutprojekt, oder? Du bist Vater seit 3 Monaten. Ja, ja, Glückwunsch. Vielen Dank. War das für dich auch irgendwie so ein Einschnitt im Leben, wie er das für viele ist, die danach davon berichten? Definitiv. Ich meine, die meisten erzählen halt immer davon und so. Also viele haben mir auch gesagt, sie seien schockiert gewesen. Also sie haben mir eigentlich eher Angst gemacht und die Albträume. Also dann im Kreissaal, ne? Ja, also irgendwie so gesagt, hey, mein Kind, alles ändert sich und das wird total krass und so und du wirst sehen. Und als es dann da war, war es überhaupt nicht so schlimm, wie man mir vorher quasi kolportiert hat. Ja, wie hat sich dann dein Leben verändert? Also im Moment zwischendurch habe ich totale Müdigkeitsschübe. Also alles verwandelt sich in Slow Motion so zwischendurch. Und der andere Aggregatzustand ist hyperventilierend. Wir sind sowieso Satelliten, die um den kleinen Kerl rumrennen und versuchen, alles zu tun, damit es ihm gut geht. Der Rhythmus ist durcheinander. Es ist chaotisch, aber wunderschön. Ja. Deine Frau ist auch Schauspielerin. Ihr habt dieses Jahr auch noch geheiratet, vor der Niederkunft sozusagen. Jetzt ist erste Weihnachten als Familie. Das wird eine wilde Zeit die nächsten Wochen, oder? Auf jeden Fall. Also wir fahren jetzt in die Schweiz und dann werden alle da sein. Italiener, Schweizer, Küchen, Großfamilie. Wir werden essen, was das Zeug hält. Ja. Das wird schön. Schon alle Geschenke? Noch nicht ganz. Ah, du hast ja jetzt eine Woche Zeit, das ist sozusagen dein letzter Job, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn Sie Fragen haben an Pasquale, immer her damit, reichen wir im Laufe der Sendung gerne weiter. Und nicht vergessen, der Weihnachtsmann kommt schon heute, 5 Tage vor Heiligabend bei uns. Und mit ein bisschen Glück gibt es die von Pasquale bemalte Adventskugel, hier Weihnachtsbaumkugel. Mhm. Hast du was schon mal gemacht? Nein. Sehr gut, das sind die perfekten Ausgangsvoraussetzungen. Hier bei dem, du könntest auch die Müslischale dekorativ bebildern, auch mit den Stiften und kannst ein bisschen dich auf der Kugel austoben. Ja. Na, super, und Sie passen einfach auf und zu gegebener Zeit nenne ich Ihnen die Telefonnummer, unter der Sie dann später anrufen können. Weihnachtsbaum hast du schon ausgesucht wenigstens oder macht das die Familie in der Schweiz? Wir haben seit 40 Jahren immer denselben Plastik-Weihnachtsbaum. Und ich glaube, der ist total schon. Also, ich meine, da sind noch so ein paar Nadeln dran. Die sind abgeranzt dann, das Ding. Ja, aber es muss der sein. Also, wir haben immer denselben. Seit 40 Jahren. Ja, dabei habt ihr in der Schweiz eigentlich noch ein paar Bäume, ne? Wir schon. Obwohl es auch auf den Bergen immer weniger werden, muss man sagen. Ja? Vor allem liegt kein Schnee zurzeit, was irgendwie schräg ist. Wenn es um Geschenke geht, gibt es das Lieblingsgeschenk Nummer 1 der Deutschen, ich habe es gerade schon erwähnt, den Gutschein. Wie viele Gutscheine hast du schon verschenkt? Ach doch, auch schon einige. Doch. Also, man denkt ja immer, er wird nie eingelöst, ne? Dann ist doch, aber ich finde es schon auch ein gutes Geschenk, ein Gutschein, weil manchmal weiß man nicht, was passt, aber man weiß so die grobe Richtung. Mhm. Also, kann eine gute meine Idee Neffen sein. Und so, Schon die kriegen Geld. Gutschein. Den Gutschein, wo 20 vorne draufsteht. Der Pasquale Aleardi pusht da nicht, der macht das mit großer Hingabe, unsere Weihnachtskugel, zum Weihnachtsmann-Gewinnspiel. Wir schauen uns das später in aller Ruhe an. Okay. Kannst du mal kurz auf die Seite legen. Okay. Heute Abend Teil 1 von Gotthard, im zweiten in der Schweiz schon gelaufen mit fast 50% Marktanteil. Als Schweizer kanntest du natürlich die Geschichte des Gotthardtunnels in groben Zügen. Du hast gerade schon angedeutet, dass so viele Menschen starben, wusstest du nicht. Nee, was hast du sonst im Zuge dieser Arbeit noch kennengelernt an der Geschichte des Gotthards, das dir unbekannt war? Wie gesagt, diesen Streik, den ich im Film anzettle, den gab es tatsächlich. Und da sind halt auch viele Menschen erschossen worden. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, das hat zu einem Schock geführt, beziehungsweise war das so ein Skandal, der dann dazu geführt hat, dass es erste soziale Verbesserungen gab. Und der Gotthard hat eigentlich Europa zusammengeführt, ne? Süden und den Norden zusammengeführt. Was mich aber wirklich persönlich am meisten betroffen hat, ist wirklich diese ganzen Opfer. Wie viele waren es dann? Es ging in die Hunderte. Also ich glaube, offiziell waren es um die 150. Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn, aber insgesamt ging es dann in die Hunderte. Was krass war halt, wir haben in dieser großen Halle gedreht. Also da muss sagen, der Gotthardtunnel ist in Köln entstanden. Auch. Also wir haben in 3 Ländern gedreht, in Tschechien, in der Schweiz und in Deutschland. Und in Köln haben wir eine riesige Halle, diesen Gotthardtunnel wurde nachgebaut, 100 Meter Gotthardtunnel. Und da haben wir auch Sprengungen haben da stattgefunden, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man da wirklich dann so 8 bis 16 Stunden in so einer Röhre drin arbeitet, dann hat man so eine Ahnung, wie
wie schrecklich das war, also für die Menschen. Ein beklemmendes Gefühl. Ne? Absolut, wir gucken da gleich rein, da setzen wir gleich nochmal an. Bevor wir in Gotthard selbst reinschauen, werfen wir schon einen ersten Blick in die große Doku zum historischen Zweiteil im ZDF. Da lernen wir Menschen kennen, für die der Gotthard bis heute großer Teil des echten Lebens ist. Der Gotthard, irgendwie ein Nationalheiligtum für die Schweizer, oder wie siehst du das als Schweizer? Ja, das ist schon was Spezielles. Also nur schon, wenn ich daran denke, weißt du, wir sind damals, wenn ich Richtung Italien bzw. Griechenland gefahren sind mit der ganzen Familie als Junge schon, so oft immer durch diesen Gotthardtunnel gefahren. Ja, ist was Besonderes. Wobei ich damals immer Beklemmungen hatte. Ich habe mir gedacht, so, hey, das ist so unmöglich. Wie lange geht das noch? Also wann kommt man eigentlich raus? Was passiert, wenn was passiert? Ne? Auf jeden Fall sehe ich jetzt jeden Tunnel mit anderen Augen seit dem Film. Ja. Als du das Angebot bekommen hast, da musst du ja als Schweizer so richtig das Herz aufgegangen sein, oder? Ja, also ich meine, es ist die Rolle ist natürlich, also inhaltlich ist es natürlich erstmal halt toll, weil es ist historisch und wie gesagt, man hat relativ selten so eine Art Helden zu spielen. Es gibt heutzutage selten Menschen, die ihren Mund auftun und irgendwie Leib und Leben riskieren, um Verbesserungen für andere einzuführen. Das ist schon toll und das gibt einem schon einen besonderen Kick. Dann schauen wir jetzt mal rein. Heute Abend läuft Teil 1 des neuen großen historischen Zweiteilers im ZDF, Gotthard. Gotthard. Viel Historisches und ein bisschen Liebe. Muss immer sein, oder? Klar. Ohne Liebe. Wir sind ja Menschen. Geht beim Film einfach. Spielen alle Emotionen mit rein. Aber das sieht so gefährlich aus, oder? Diese Sprengungen waren echt. Teils, teils. Teils, teils. Also ich meine, es war natürlich, wie sagt man, Special Effects quasi, wo nur Staub gesprengt wurde. Aber wenn man dann irgendwie so ein Kilo Staub in den Lungen hat, spielt es sich auch irgendwie fast schon von alleine. Was ich auch großartig fand, sind die visuellen Effekte. Ich habe den Film zum ersten Mal jetzt als Ganzes in Locarno gesehen, auf einer riesigen Leinwand. Und also zum Beispiel stehen wir da auf einem Platz und quatschen. Und im Film sind wir dann aber auf einer Brücke und unten durchfließt ein Fluss. Und man merkt nichts. Also da waren irgendwie die Macher von Game of Thrones dran. Und ich finde, also Ausstattung, Maske, Kostüm, visuelle Effekte, wirklich hervorragend in diesem Film. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Großes Kino heute Abend im Zweiten. Und für dich, das hast du gerade schon gesagt, das Beeindruckendste an Neuerkenntnis, dass wirklich Hunderte von Menschen starben damals, weil, wie wir gerade auch gesehen haben, der Mensch damals weniger wert war? Oder warum, glaubst du, war denen das wurscht, in Anführungsstrichen? Das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass es einfach hart dazu ging. Ich meine, die hatten keine andere Wahl. Sie mussten ihre, also die Mineure, die mussten ihre Familien durchkriegen und haben für einen absoluten Hungerlohn, also das war eigentlich Sklaverei, was da passiert ist. Und wie immer ist es leider so, dass immer Menschen sterben müssen, bevor sich was ändert. Das heißt, du fährst heute auch mit einem anderen Gefühl durch jeden Tunnel? Eigentlich schon. Also es blitzt schon kurz auf. Also durch den Gotthard auf jeden Fall. Aber ich habe große Achtung und Bewunderung für die Bauweise von Tunnels. Ich hatte keine Ahnung davor. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Ohne die moderne Gerätschaften, die man heutzutage hat, ne? Irgendwie so ein Ding hinzukriegen. Du bohrst auf der einen Seite, auf der anderen Seite ich. Dazwischen ist ein gigantisches Massiv und dann soll man sich auch noch treffen. Ich meine, das ist völlig verrückt. Ich muss ja dazu sagen, die haben ja damals während des Baus erst bestimmte Techniken entwickelt und bestimmte Dinge erforscht, die dazu beitrugen, dass es überhaupt gelang. Genau, also zum Beispiel wurde dann Dynamit, eine stärkere Form von Dynamit erfunden. Und das hat dann dazu geführt, dass man sich schneller in den Turm reinfräsen konnte. So. Was ich immer wieder faszinierend finde bei solch großen Projekten, dass man dann draußen steht und irgendwie als Schauspieler eine Szene hat und dann geht man rein und die innere Szene spielt aber ein paar hundert Kilometer entfernt, weil Tunnel außen war Prag oder Tunnel innen Köln. Genau, genau. Ja, also muss man sich halt gut vorbereiten, dass man innerlich quasi den Anschluss hat von der Figur her, was passiert wo, welche Temperatur hat die Szene, wie komme ich da rein. Wer bin ich, was will ich, wo komme ich hin und so weiter und so fort. Das sind die Fragen, die sich ein Schauspieler jeden Tag am Drehort stellt. Ja. Und das scheint mir auch eine besondere Herausforderung gewesen zu sein, dass so viele verschiedene Sprachen gesprochen wurden während des Drehs, oder? Ja, das war das Schöne. Das war echt das Schöne daran, dass echte Italiener am Start waren, Franzosen, Kroaten teilweise auch, Schweizer. Das macht es zu einem so multi-internationalen Projekt und es macht natürlich Spaß. Ich bin sechssprachig, ich bin richtig aufgeblüht so. Also du bist sechssprachig, weil Vater Italiener, Mutter Griechin. Waren die eigentlich dann auch als Gastarbeiter in der Schweiz? Die haben sich Anfang 60er Jahre in der Schweiz getroffen, genau, als Gastarbeiter. Und dann musste mein Vater aber erst mal Griechisch lernen, damit er quasi meine Mutter erobern kann. So, also den Italienern gelingt das ja leicht, haben wir ja im Film auch gesehen. Also war schon mal Italienisch und Griechisch da, dann Deutsch, Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch, Deutsch, das sind ja zwei verschiedene Sprachen. Das sind schon mal vier, dann Französisch und Englisch. Ah ja, gut. Ja, aber Schweizerdeutsch, ist das wirklich so anders? Also wenn ich auf Schweizerdeutsch rede, verstehst du wahrscheinlich noch eine Krasse Wort mehr. Oder naja, also ganz, also es gibt ja ganz viele Dialekte, ich finde, das ist schon ein Riesenunterschied. Also je nach Dialekt kriegt man als Deutscher nichts mehr mit. Ja.
Also wenn du außer, dass die meisten Deutschen lachen. Also wenn ich mit meinen Bandkollegen unterwegs bin und wir telefonieren, ich telefoniere mit der Schweiz, dann müssen die immer lachen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Musik, Lachgas in den Ohren. Eine große Leidenschaft von dir. Was weniger Leidenschaft war das Handwerk. Jetzt spielst du deinen Oberhandwerker in Gotthard. Da musstest du nacharbeiten, oder? Oh Gott, ja. Also ich meine, überhaupt die ganze Rolle musste ich nacharbeiten. Also ich bin handwerklich sehr, sehr ungeschickt. Ja. Ich habe zum Beispiel für den Wickeltisch meines Sohnes, ich habe 12 Stunden gebraucht, bis das Ding gestanden ist, wirklich. Also ich meine, ich bin dann mit Enthusiasmus dran, aber man kriegt das Ding auch wahrscheinlich nie wieder auseinander. Aber ich hat lange gedauert. Und Tommaso ist halt, das ist ein Handwerker, das ist ein Mineur, der kann das. Und ich bin dann halt mit Hanteln irgendwie im Zimmer hin und her gelatscht und habe irgendwie alles getan, um mir das Gefühl zu geben, ein Mineur und ein Rebell zu sein, sozusagen. Und die Haare künstlich oder hast du wachsen lassen? Die Haare, das waren, ich verändere mich auch innerhalb des ersten und zweiten Teil nochmal. Das ist meine eigenen und das, was wir aber eben gesehen haben, das ist eine Perücke. Die lange war eine Perücke. Bitte? Die lange war eine Perücke. Genau. Gut, genau. Heute Abend 20:15 im zweiten deutschen Fernsehen. Gotthard, volle Kanne Frühstück mit Pasquale Aleardi, der unter anderem auch schon mit Mila Jovovich gedreht hat. Oh, da kriegen viele Männer zu Hause heiße Ohren. Resident Evil, 2002 war das, ist damals aber auch in Deutschland gedreht worden oder schon in Kanada? Zumindest 80-90% davon sind in Deutschland gedreht worden. Genau, in Berlin. Das war auch so ein kleiner Ritterschlag, oder? Bei so einem Film dabei zu sein. Ja, es war cool. Hollywood, Resident Evil, so einen großen Apparat mal mitzukriegen, das war schon was echt Besonderes. Du musstest aber viele abknallen, oder? Ja. Macht es dann auch irgendwie Spaß, wenn man dann mitspielt? Oder ist das irgendwie. Ja, das macht schon Spaß. Das ist ja wie so, wie früher als Kind. Räuber und Gendarm, Cowboy und Indianer spielen. Und wenn es dann irgendwie, dann, ne, 20 Jahre später, hat man dann die Möglichkeit, auch sowas in die Richtung zu spielen. Das war schon ein Riesenspaß. Hat sich daraus dann vieles ergeben aus so einem internationalen Projekt? Ich würde schon sagen, das war so 2000, 2002. Es war schon so die Wende. Ich habe vorher nur 5 Jahre Theater gespielt. Davor in Deutschland und das war so die Wende, dass man irgendwie, seitdem drehe ich eigentlich nur noch Filme hauptsächlich. Mhm. Also ich habe schon auch wieder ab und zu Theater gespielt, aber das war schon, ab da ging das Drehen dann wirklich los. Ja. Dann war auch die Familie beruhigt, die wollten ja, dass du was anderes machst, ne? Die wollten, dass ich Anwalt werde oder Arzt oder was in die Richtung. Die haben es nur gut gemeint, sie konnten sich ja nicht vorstellen, dass man von der Schauspielerei leben kann. Und als sie gesehen haben, dass es mir damit gut ging und dass es mich glücklich macht, waren sie dann schon stolz und happy. Ja, du hast ja dann auch die Ochsentour gemacht, in Anführungsstrichen, allen möglichen Theatern gespielt, ne? Auch hier in Düsseldorf unter anderem. Auch in Düsseldorf, genau, im Schauspielhaus, war 96, Nathan der Weise. Ja, das war eine tolle, wichtige Zeit, also gerade diese ersten 5 Jahre, dass man das Handwerk lernt und für mich war auch wichtig, dass ich dann irgendwie so die Vielseitigkeit, die ich am Theater gelernt habe, dann auch auf den Film quasi übertrage. Also ein Theaterschauspieler, das ist ein echt harter Job. Das wissen viele ja zu Hause. Das ist die Filmschauspielerei aber auch. Naja, aber beim Theater denken viele, du stehst nur abends 1,5-2 Stunden auf der Bühne. Das war es ja nicht. Ne? Manchmal bei mehrere Stücke parallel und du weißt gar nicht, wo der Kopf steht. Also man sieht grundsätzlich, finde ich, ob es jetzt am Theater eine Vorstellung ist oder heute Abend bei Gotthard den Film, man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs. Ich würde sagen, 80% davon ist immer harte Arbeit. Fängt bei den Drehbuchbesprechungen an, die ganzen Proben. Jeder Schauspieler bereitet sich auch anders vor. Es sind so, ich würde sagen, vielleicht verschiedene Sportarten, aber im Endeffekt, damit es ein gutes Ergebnis wird, arbeiten sehr, sehr viele Menschen wirklich sehr hart daran. Mit was für einem Sportler würdest du dich dann vergleichen? Sehr Langstreckenläufer oder Sprinter? Langstreckenläufer. Siebenkampf? Langstreckenläufer gefälllt mir, weil man doch eine gute Ausdauer braucht. Ja, und um das Ziel vor Augen hat, oder? Das genau. Finde ich ja eigentlich das Wichtigste. Genau. Es ist hier eine Menge passiert nach dem Theater, in Film und Fernsehen. Pasquale Aleardi. Das war ein Highlight der Vita, sozusagen. Ja. Wie kommt man da ran? Das war eigentlich ein Zufall, ein schöner Zufall. Ich meine, ich habe für die deutsche Billy Flynn-Rolle vorgesprochen in Hamburg. Und glücklicherweise waren da die amerikanischen Bosse. Mhm. Und die haben zugeguckt und dann gesagt, spielst du es auch am Broadway? So war das. Und dann fällt dir erstmal das Herz in Richtung Kniekehle? Dann ist es so wie bei meinem kleinen Sohn. Es ist alles surreal. Man denkt so, hä, was? Was geht so? Plötzlich steht man da dann irgendwie auf dieser Bühne, wo ich war 20 Jahre bevor ich, also 1996 war ich zum ersten Mal in New York und habe mir dann Chicago angeguckt und habe immer davon geträumt, ich will auch mal am Broadway spielen. Und 20 Jahre später steht man da dann tatsächlich auf dieser Bühne und denkt, Wahnsinn, das war ja Highlight. Aufgeregt vor der ersten Vorstellung oder? Oh, wie und wie? Ja, ja, das ist so. Ich glaube, ich war selten so nervös in meinem Leben, weil das so aufgeladen war, ne? Dieses Theatermecca und irgendwie als Junge schon immer Musicals geguckt auch und dann wusste ich, dass Jerry Springer war da, so viele amerikanische Stars haben diese Rolle gespielt von Billy Flynn und dann stehst du als Pasquale Aleardi da und zum Glück habe ich da sehr hart dafür gearbeitet und geprobt. Ich habe, glaube ich, die Premiere habe ich mehr oder weniger auf Autopilot gespielt und danach ist es dann so richtig geflutscht, aber das war schon
Da war ich wirklich sehr nervös. Ja. Du hast gesagt, man könnte es mit der Geburt deines Sohnes vergleichen. Ja, weil es ist so surreal. Es ist, das Herz geht einem so krass auf und man kann es nicht wirklich fassen. Es braucht Zeit. Also auch jetzt, wenn ich das sehe, dass ich da gespielt habe, kommt es mir vor wie ein Traum eigentlich. Aber ein schöner Traum, oder? Ja, ein schöner Traum. Und mit deinem Sohnemann, wer steht da jetzt nachts auf? Deine Frau oder du? Wir beide, aber ich meine, sie steht schon eher auf, weil ich kann ja leider nicht stillen. Also ich meine, ja, das ist so schade. Wir würden alles tun als Männer, ja, ja. Alles. Und ist er recht laut? Ja, er wird immer lauter jetzt. Also er ist jetzt 4 Monate alt und das Organ wird immer lauter. Also er schon, kann ganz schön Gas geben. Du sagst auch von dir, du hattest eine laute Jugend. Ach. Allerdings ist das anders gemeint. Bei euch lief in jedem Zimmer ein Fernseher? Schon, ja. Also und immer auf voller Lautstärke? Ja, nicht immer auf voller Lautstärke, aber es lief doch schon. Also wir sind ja, ich habe Geschwister, 2 ältere und doch, es lief doch in jedem Zimmer, fast in jedem Zimmer. So 3 Fernseher liefen schon ständig, weil jeder ein anderes Programm gucken wollte. Zum Glück liefen Fernseher, weil das war ja dann quasi der Anfang, also der, wie soll ich sagen, der Impact, um Schauspieler zu werden. Was waren so deine ersten Vorbilder dann? Starsky und Hutch. Ich hätte jetzt auf Colt Sievers getippt, aber... Colt Sievers fand ich auch geil. Ja. Das fand ich auch so. Wegen der... Und ich habe noch nicht wirklich geschnallt, dass das ein Beruf ist. Von dem Zeitpunkt, als ich wusste, dass es ein Beruf ist, das irgendwie, habe ich das verfolgt. Ja. Nochmal kurz überlegt und dann hat es wunderbar geklappt. Mhm. Wenn Sie noch was wissen wollen, her mit Ihren Fragen, reichen wir gerne im Laufe der Sendung weiter. Eine knappe Dreiviertelstunde haben wir noch zusammen. Ja, die Welt verändert sich, ne? Aber cool, wie die das durchziehen. Also, absolut, ich meine, Hauptsache, Sie sind glücklich. Also für mich wäre es jetzt nichts. Und für dich, seit du verheiratet bist, erst recht nicht? Auch nicht, nein. Das ist viel zu kompliziert, ja. Wenn Sie mitspielen wollen, dann hätte ich jetzt was für Sie. 0211 64 995 64. Die große Frage ist, wie oft kam der Weihnachtsmann? Okay. Ich glaube, für den ist der... Er lebt ja auch in der Zweierbeziehung mit Knecht Ruprecht. Glaube ich. Könnte sein. Ich konnte Pasquale gerade noch festhalten. Er wollte sofort mit dem Rasierer an seinen Pulli. Nicht an diesen. Aber das wusste ich nicht. Finde ich eine gute Idee. Will ich ausprobieren. Ich habe so einen Lieblingspulli zu Hause, der sieht verknäuelt aus. Ich habe den Eindruck, ich habe irgendwann mal sogar so Wollrasierer gesehen. Da kannst du Schals und Pulli so richtig schön. Nur nicht den Bart. Das geht nicht. Ihr habt zu Hause jetzt jede Menge Babyflecken, oder? Ja, Kotzflecken. Also eigentlich der Kleine, der muss ganz schön viel. Da kommt viel wieder das raus. Gibt sich. Das da kommt viel sich. Wieder raus, aber ist halt so. Wie wollt ihr das mittelfristig klären? Deine Frau ist ja auch Schauspielerin. Mhm. Die verzichtet jetzt natürlich auf so ein bisschen Karriere. Ja, aber hat sie gerne gemacht. Also sie macht jetzt Elternzeit 2 Jahre. Und danach müssen wir gucken. Ne? Da muss ich vielleicht mal ein bisschen kürzer treten. Aber jetzt hält sie mir erstmal den Rücken frei. Und, ich empfehle nur noch einen Hollywood-Film im Jahr. Und genau. Den Rest Babyzeit. Babyzeit. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Also seit Gotthard habe ich ein Jahr durchgearbeitet, ja. Bis jetzt im Mitte September den letzten Film gedreht und seither mache ich auch wirklich eine Pause, also Mitte März geht es wieder weiter mit Drehen. Aber vorbereiten natürlich viel früher, oder? Ja, eigentlich jetzt schon so allmählich. Hast du schon Drehbücher für nächstes Jahr jetzt auf dem Tisch liegen? Ja, genau. Aber es klingt doch gar nichts, wenn du jetzt schon lernst, ja, doch, also mir schon. Es ist ja für mich immer noch Deutsch, ist für mich immer noch eine Fremdsprache. Also, hast du so lange gebraucht, um Deutsch zu lernen? Naja, das war schon irgendwie nicht ohne. Ne? Unser Schauspieldirektor damals hat gesagt, Leute, ihr seid Schweizer, ihr könnt alle nicht Deutsch. Also wenn ihr eine Karriere in Deutschland wollt, dann müsst ihr den Schweizer Akzent loswerden. Und da hat er nicht Unrecht gehabt. So. Ja, aber so ein leichter Zungenschlag ist doch noch okay. Ja, wenn man Texte hat, dann ist es ganz weg. Also beim Arbeiten ist es dann ganz weg. Wenn ich, gestern habe ich mit der Schweiz telefoniert, dann oder wenn ich müde bin oder sonst irgendwas, dann ist die Melodie noch stärker. Ja. Das kann man beim Drehen nicht aber gebrauchen. Mit dem Schweizerdeutsch ist das wie mit dem Fränkischen. Ja, die hat ihr Ding gut durchgezogen, ne? 8-mal verheiratet, das ist ganz schön viel. Ja, Bitte nicht nachmachen. Zuschauerfragen von Annegret Krebs per E-Mail. Wie lange hat es gedauert, den Line Dance zu lernen? Und kannst du es noch ein bisschen für Kabarett? Das war für Willkommen im Westerwald. Das war nicht für Chicago. Ich kann noch ein paar Moves, kann ich noch. Und wir haben 3 Wochen geprobt jeden Tag, dann ging das. Ja. Dann Gotthard schon gesehen von Liliane Meyer. Vielen Dank für diese Kurzkritik. 3 Hauptdarsteller sind einmalig. Die Geschichte von Gotthard kann man besser nicht zeigen. Danke für den Zweiteiler. Heute Abend Teil 1 im ZDF ab 20:15. Und jetzt haben wir Besuch aus Bochum, zumindest telefonisch. Gabriele, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Wie oft kam der Weihnachtsmann? 2-mal. 2-mal. Ich habe die Beweisbilder hier. Das war das erste Mal draußen bei den Blumen und das war das zweite Mal danach am Tisch. Und dann kam er nicht mehr öfter. Und ich hoffe, Pasquale hat schön für dich gemalt. Ja, total schön, habe ich für dich gemalt. Das ist schön, danke schön. Naja, es ist Geschmackssache, aber ich habe mir Mühe gegeben. Was ist das denn? Das hier ist ein Weihnachts-Marsmensch. Sieht man ihn? Ja, super. Ne? Hier Künstler. Ist die Mütze, hier ist die Nase, die Ohren. Ja, das ist, den sieht man nach vorne. So. Ja, toll. Ja, und der zaubert hier einen Weihnachtsmann und ein Merry Christmas hin. Ach, ja, Gabriele, vielen Dank. Ich pack die X-Mess Müsli-Schale noch mit drauf. Ja? Okay. Ich danke, Pasquale. Wir gucken heute Abend alle Gotthard, 20:15 im zweiten. Und morgen geht's wieder volle Kanne. 8:56 sehen wir uns im zweiten deutschen Fernsehen. Einen schönen Tag noch. War mir ein Vergnügen. Mir auch. Vielen Dank. Tschüss.